Gehe in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, ziehe keine 200 Euro ein. Hallo liebe Bewohner, es ist Montag, der 1. Juni 2020, 12.42 Uhr, hier auf LPM Island. Unglaublich, dass wir schon Juni haben, die Luft ist voller Liebe, damit beginnt die Hochzeitssaison. In manchen Landstrichen sagt man, wenn man im Juni heiratet, wird man ein Leben lang glücklich sein. Was für ein romantischer Gedanke. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ganz genau, Leute. Das letzte Update, das wir zum momentanen Zeitpunkt noch kennen. Dann freuen wir uns auch schon bald wieder auf ein neues Video von Nintendo mit den ganzen Events und Sachen, die es gibt. Ich muss mich erstmal umziehen. Die es gibt für Ende Juni, Juli, August, sonst wann. Nook Phone klingelt. Ja, was denn? Harvey. Hallo, oh, Töckchen. Harvey hier. Ich hoffe mal, ich störe nicht oder so. Also ich weiß, unerwartete Bitten sind total nicht sehen und so, aber genau so eine hätte ich gerade mal. Ich habe nämlich zwei ganz gechillte Gefährten hier, die ein paar Fotos wollen und könnte dabei Hilfe gebrauchen. Wäre eine irre Stressfaktorreduktion, wenn ich auf deine helfende Pfote oder Hand zählen könnte. Meinst du, du könntest mal ganz tiefenentspannt nach Fotopia rüberfliegen? Den Rest erkläre ich dann. Hatte ich dir schon erklärt, wie du nach Fotopia kommst? Das ist ganz easy, kostet nicht mal Karma. Schwing dich einfach zum Flughafen, verklicker den da, dass du zu Harveys Insel musst. Also, bis dann und ciao. Ja. Nee, der Look hier geht gar nicht. Sekündchen bitte. So, das ist doch angemessener für eine Hochzeit. Geleckt und gestriegelt, jawoll. Kommen wir mal da rüber. Ja, kommt schon, Leute, wenn wir schon den entsprechenden Anlass haben. Briefkasten und so weiter. Lass ich jetzt leider noch kurz warten. Denn wir gucken hier. Wir machen die Hochzeitssaison. Ja. Hey, hey, willkommen im Tor zu den Lüften. Wir fliegen nach Fotopia. Waren wir nur einmal bisher. Jetzt kommt das zweite Mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas brauche. Ich habe das typische Werkzeug und so weiter dabei. Ja, Freunde, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und mich schon wieder mittags hingesetzt, damit ihr jetzt den Part habt. Das ist nicht geil, ne? Ja. Ist euch aufgefallen, ne, dass ein Let's Play fehlt? Ich habe das im Stream schon mal erwähnt. Ja, vertraglich dazu verpflichtet, auch keine Aussagen dazu zu machen. Deswegen spielen wir Animal Crossing und starten morgen ein neues Let's Play. Aber ich kann sonst leider nichts dazu sagen. Im Land bin ich fast so ein Ass wie in der Quantenphysik, aber runterkommen sowieso alle. Over. Rauschen auf Frequenz, Google-Hupf. Da funkt mir. Wer funkt mir denn hier dazwischen? So! Ein Wiedersehen mit Björn und Rosina. Kein Drama, alles gut. Ihr kriegt eure Fotos zum Hochzeitstag. Nur halt eine Idee später. Das ist ja schön, aber was ist mit den Kulissen? Wir können doch schlecht alles selbst machen. Oh, Let's Play Markus, da bist du ja. Hör mal, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Also das hier sind Rosina und ihr Schnuckiputz Björn. Die beiden sind verliebt, verlobt, verheiratet. Soweit alles vollkommen entspannt, ne? Die lassen jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag ein paar Fotos machen. Ganz schnieke, mit Kulisse und allem. Juni ist ja eine gute Zeit für Hochzeiten. Deshalb läuft auch die Chose den ganzen Monat durch. Da haben wir uns ja schon was vorgenommen. Bleibt nur ein winziges Problemchen. Ich habe zwar ein Studio zu verleihen, aber Innenausstatter bin ich nicht. Aber alles easy. Du könntest doch was für dein Karma tun und die Kulissenschieberei übernehmen. Warum ich? Geht ja nur darum, die passenden Möbel und so im Raum zu drapieren. Alles super entspannt. Und keine Sorge, die Ausstattung stelle ich zur Verfügung. Also, wie sieht's aus? Willst du den zwei Turteltauben zu ihrem Glück verhelfen? Klar doch. Wirklich, wusste ich doch gleich, dass ich deine Aura gespürt habe. Dann stolpern wir mal rein ins gute Studio. Also er hat die Sachen schon?
Oder ich muss sie craften? Das hier ist mein Hochzeitsfotostudio. Naja, eigentlich ist es für meine Küche mit ein paar Kulissenwänden. Hier läuft es ganz genauso wie in meinen anderen Fotosets, die nicht meine Küche sind. Aber falls du das vergessen hast, was ich dir nicht vorwerfen würde, laber mich einfach draußen an. Oh, eins noch. Du kannst jederzeit ein Päuschen machen und den Raum verlassen. Aber wenn du weitermachen willst, sprich mich an, ne? Alles andere regelt Rosina. Sie hat ziemlich konkrete Vorstellungen. Also, alles sehen? Namaste. Nee, ich verstehe gar nichts. Aber gucken wir mal. Ich grüße dich. Wirklich schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Rosina. Sehr freundlich, dass du uns hilfst. Mich wundert das. Die machen das jedes Jahr? Und jetzt fangen wir bei Null an? Was ist falsch? Wo sind die Sachen vom letzten Jahr? Das hier ist mein Schatz, mein Augenstern. Björn heiß ich, freut mich. Ach, das werden die perfekten Fotos für unseren Hochzeitstag. Wie romantisch das alles ist. Und ja, eigentlich machen wir das jedes Jahr zu unserem Jahrestag. Aber es ist jedes Mal bezaubernd. Als würde man jeden schönen Tag noch einmal ganz neu erleben. Da kribbelt es genauso im Bauch wie damals vor dem Traualtar, nicht wahr, Björni-Bärchen? Absolut, so ist es. Es kribbelt wie nach dem Wettessen mit Schokokuchen. Hihihi, ein perfekter Vergleich. Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, dass du auch noch da bist. Wenn ich mein Björni-Bärchen ansehe, bin ich sofort im siebten Himmel. Aber erstmal zurück zur Erde. Wir haben uns wegen der Fotos schon etwas ausgedacht. Wir wollen unsere Hochzeit nachstellen. Wenn du den Zauber jenes Tages heraufbeschwören könntest, wären wir dir ewig dankbar. Du musst nur ein paar Einrichtungsgegenstände aufstellen, genau wie bei dir zu Hause. Ach ja, fast vergessen. Mein einmaliger Schatz hat sogar extra Hochzeitsmöbel dafür angefertigt. Ach so, Happy Home Designer mäßig hinstellen, ja dann. Ist er nicht der beste Ehemann der Welt? Wie er guckt? Ja, das bin ich, das bin ich. Ich hoffe, die Stücke passen zu deinem Deko-Konzept. Die Hochzeitsmöbel findest du in der Kategorie Event. Such dir dort aus, was du aufstellen möchtest. Heute würden wir gerne die Trauung selbst nachstellen. Mit Kirchenbänken, Altar und all so etwas. Vor den Augen aller werden wir uns erneut das Ja-Wort geben. Ach, romantischer geht es nicht mehr. Wir wollen eine ganz niedliche Deko mit viel Rosa und Weiß. Am liebsten mit Möbeln von Björni-Bärchen. Sag Bescheid, wenn alles für die Fotos bereit ist. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Kreation. Hä? Also. Event. 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 Hallo. Okay. So, immer noch ein bisschen erkältet. So. Wie kein Platz. Wir machen Platz. Bam, 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 bam. Ich bin kreativ. Das ist wie ein moderner Künstler. Der schwingt den Pinsel auch so. Und ein Traum für jeden Allergiker ist es ebenfalls. Die ist schon dran, oder was, ne? Ja. Aber ich mach die jetzt andersrum. Ha! Ne, obwohl, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Teppich, ja. So. Bitteschön. Ich hoffe, eure Hochzeit ist so gewesen. Ja, aber die wollten ja... Guck mal. Ja, das sind zwar die Bänke, aber das hier, ihr seht ja, gartenmäßig, edel. Also altmodisch, hätte ich gesagt. Wie in der Kirche. Und niedlich, ja, das ist, was die wollen, ne? Da kann ich alles variieren. Ne, das kann ich nicht variieren. Also ich glaube, das passt so. Gut. Wollen Sie die hier Anwesende? Moment. So ist doch wunderbar, oder? Guck erst einmal so. Was ist denn L ohne Rahmen? Mit Rahmen? Achso. Ah, jetzt habe ich... Ah, Junge, Junge. So finde ich es ganz gut. Scharf. Pop. Weichzeichner. Drama!
Das fand ich am besten. Gerade wo Björn so ein bisschen gelangweilt geguckt hat, ja, hat was. So. R. Ja, Mann. So, X. So, Zoom. R. Gut. Ich bin albern, ne? Ja, ja, man kennt's, ich bin albern. Aber jetzt ist definitiv perfekt. Das sieht ja schon ganz prächtig aus. Wäre dann alles bereit für die Aufnahmen? Es kann losgehen. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Aber bevor wir loslegen, hätte ich noch eine Frage. Könntest du auch die Fotos von uns machen? Nicht falsch verstehen, Hawaii ist toll. Aber du kannst deine Kulisse sicher am besten in Szene setzen. Wenn du bereit bist, öffne mit Hilfe von ZL die Kamera-App und schieße dann mit dem Steuerkreuz ein Foto. Wenn du selbst nicht ins Bild kommen möchtest, kannst du dich mit Minus verschwinden lassen. Gut, ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich bin sicher, du kriegst es perfekt hin. Wir sind gespannt. Also, ob ich das nicht eben gemacht hätte. Ja, Drama ist irgendwie interessant. Dann machen wir nochmal so die Fotos. Ein richtig gutes hinbekommen. Darf ich einmal einen kleinen Blick drauf werfen? Falls du mehrere aufgenommen hast, sehe ich mir nur das letzte an. Schade. Das, wo Björn so ein bisschen anders guckt, das hat mir am besten gefallen. Danke. Mal sehen. Ich bin hin und weg. Die Kulisse ist ein Traum. Genauso hatten wir uns das vorgestellt. Seht ihr? Alles richtig gemacht. So hast du unser Hochzeitsglück perfekt auf dem Foto eingefangen. Tausend, nein, Millionen Dank. Ach ja, ich hätte hier eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, du findest Gefallen daran. Eine Hochzeitsbank. Mein Björni-Bärchen hat sie extra für dich angefertigt. Zusätzlich bekommst du noch ein paar Liebeskristalle von uns. Ich trenne mich nur ungern von ihnen, aber Björni-Bärchen gibt dir dafür sicher ein paar Möbel. Wie läuft das? Noch einmal danke für alles. Dank dir haben wir neues Material fürs Fotoalbum. So viel Spaß, wie das gemacht hat. Würdest du vielleicht morgen nochmal helfen wollen? Wir haben das Studio den ganzen Monat gemietet. Oh mein Gott. Wir könnten verschiedenste Themen umsetzen. Aber das ist natürlich kein Muss. Denk einfach mal drüber nach. Und nochmal danke. Tag, Jungchen. Willst du vielleicht Liebeskristalle gegen meine Möbel tauschen? Rosina mag die Kristalle so gern. Das hast du im Angebot, das gucken wir uns an. Sauber, was darf sein? Hochzeitsbank. Hochzeitswandschmuck. Weiß-Hochzeitstapete. Weiß-Hochzeitsboden. Weiß-Hochzeitsteppich. Ja, also das kaufe ich jetzt einfach mal. Ich gebe das gute Stück ja nur ungern weg. Schau morgen mal in deinen Briefkasten und naja, danke. Falls du noch mehr Liebeskristalle loswerden möchtest, hätte ich noch mehr Möbel anzubieten. Aber das war's ja, oder? Großen Ganzen. Willst du mich verhunepebeln? Ich hoffe sehr, du überlegst es dir nochmal. Was gibt's denn hier alles? Ändere dein Aussehen am Schrank. Das habe ich heute gemacht, ja. Fotofreund, dir gefällt die Kamera-App? Yay, endlich mal benutzt. Und dann wahre Freunde. Wir haben zwei Freunde, was meint die denn? Gut.
Nein, jetzt mal Butter bei die Fische für die Leute, die sagen, das ist doch albern. Markus, also jetzt willst du nicht richtig machen? Nein, will ich nicht. Aus dem einfachen Grunde, das ist diese ganze Fotogeschichte. Das liegt jetzt nicht an dem Hochzeits-Theme, sondern als wir das erste Mal bei Harvey waren, habe ich genauso wenig Begeisterung gezeigt. Ich möchte nicht die Bank hier richtig hinstellen, nur um ein Foto zu machen. Das reicht, wenn ich mein eigenes Zuhause einrichte. In Animal Crossing. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, wenn ihr da Bock dran habt, dann ist es okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche von euch auch keinen Bock haben, vor allen Dingen jetzt jeden Tag vorbeizuschauen. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass der noch mehr Möbel hat. Und wenn man die Liebeskristalle für jeden Tag irgendwie irgendeine Thematik errichten, dass man immer andere Sachen bekommt. Aber ich habe auch schon gesehen, da hat jemand einen 4-Stunden-Stream gemacht mit immer neuen Sachen, den ganzen Monat quasi vorgespult. Nee, also ein Part, euch geholfen zu haben, ist, denke ich mal, ganz nett, aber jetzt ist auch gut. So, das wär's für heute, aber wir sind natürlich noch den ganzen Monat hier. Bis morgen vielleicht. Leider nein, habe ich nicht geplant. Ja gut, erinnert mich Ende Juni nochmal dran, vielleicht mache ich dann aus Spaß dann nochmal die Geschichte. Ich finde Harvey relativ cool. Hey, hey. Ich hab gehört, du hast ein paar gute Fotos geschossen. War's wohl eins mit deinem inneren Kameramann? Morgen könnte ich auch noch Hilfe gebrauchen, falls deine Schritte dich zu mir führen. Namaste. Also, willst du Rosina und Björn mit ihrem Hochzeitstoko-Fotos helfen? Oder geht's um was anderes? Alles gut. Das höre ich gern. Wenn's dir gut geht, geht's mir noch besser. Und denk dran, mein Studio ist dein Studio. Ob du nur Rosina und Björn helfen oder selbst Fotos machen willst. Ja, es ist schön, dass das Spiel einem die Option bietet. Es ist schön, dass du hier so viele Vögel hast und Unkraut. Aber nichtsdestotrotz, wär's das für mich eigentlich schon, hätte ich gesagt, ne? Lieferung und Ankauf? Was? Wenn du zu voll bepackt bist, hebst du nicht mehr ab. Vertrau mir, bei Flugunfähigkeit bin ich Experte. Manchmal muss man sich von ein bisschen Ballast trennen, um so richtig durchzustarten. Also, gib uns den ganzen Kram, den du nicht brauchst. Wir liefern ihn an dein Zuhause oder kaufen dir ab. War das? Gab's es schon? Erstmal zur Lieferung. Wir befördern dein Zeug sicher trocken und garantiert unzerstört zu dir nach Hause. Und das Beste, das geht alles auf Kosten der Firma. Nur zu, nutzt uns hemmungslos aus. Zum Thema Ankauf musst du wissen, dass Dodo Airlines seit kurzem mit Nux Laden zusammenarbeitet. Wir bieten dir exakt dieselben Konditionen wie die Verkaufskiste, die außen vor dem Laden steht. Deine Shinies landen dann am nächsten Tag auf deinem Konto bei der Nook Direct Bank. Und damit hätten wir unsere heutigen Dienstleistung abgefrühstückt. Dodo Airlines, over and out! Mondkuchen an Beiser, bereits im Abflug und du, willst du mit? Ach, und das gab's noch nicht? Das war vorher nicht möglich, das ist jetzt auch mit dem Update quasi neu gekommen, ja? Ist das so? Bestätigt mir das mal in den Kommentaren. Ja gut, wenn er es zum ersten Mal sagt, ne? Ich weiß nicht, ob er es auf einer normalen Meilinsel auch gesagt hätte. Ich gehe mal von aus. Also, Meinungen zu der Hochzeitssaison, ich sag mal, ja, kann man mal zeigen, aber das wilde Treiben, das Leben auf LPM World, das begeistert mich sogar noch ein Stück mehr an für sich. Hey, Let's Play Markus, hast du einen Moment Zeit? Ich möchte etwas erzählen. Ich bin hin und her gerissen, ob ich nicht vielleicht die Insel verlassen sollte. Hier bringe ich nämlich kaum noch einen Muskelkater zustande, egal wie hart ich trainiere. Ich brauche ein neues Umfeld, um bis zur totalen Erschöpfung ausbauen zu können. Bleib bitte hier. Du gehörst zu den Ersten. Du bist quasi mein Bewohner Nummer 1. Zur Hantel. Der scheint ja sehr daran gelegen zu sein, dass ich nicht verdufte. In dem Fall bleibe ich natürlich hier. Gute Freunde sind noch eine tolle Sache, Rumpel. Gut. Jetzt gucke ich mir erstmal um nach meinen Rüben und dem Müll. Also manche haben was erzählt, von wegen, das soll lieber auf der Straße liegen. Manche sagen nicht die Müllsäcke, manche sagen, du musst die Müllsäcke craften. Ist eine interessante Geschichte, wir behalten es im Auge und irgendwann wird es schon was geben. Irgendwann wird schon was geben. So, Briefkasten-Action. Was haben wir denn hier? Ein Haufen Zeug. Ein Haufen Zeug. Von Scully. Das ist wie der Sand vom so fein, sieht aber besser aus als dieser. Ich nehme alles von Scully und öffne nur diese Scully-Sachen. Lieber Let's Play Markus, Lieferung, dein Scully. Danke.
Diesmal ohne Geschenkpapier. Demnächst allerdings ohne Text. Variation ist das Stichwort. Von Scully. Kein Köder, aber auch gewünscht. Viel Freude damit, ich bin gespannt. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Also habe ich ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt dir der Standardtext immer noch. Ja, der ist wirklich sehr schön von Nintendo gewählt. Und wieder mit Geschenk. Was kann das nur sein? Dieses edle Papier. Sieht gut aus, Scully. Sieht gut aus. Lieber Let's Play Markus, ein Loch ist im Eimer, K.O. zweimal. Dann stopf es. Oha. Oha. Wo ist denn K.O.? K.O. K.O. womit? Das Stroh. Oho. Mit Stroh. Ho. Das Stroh ist zu lang, dann kürzt es doch. Oha. Mensch, Haxa. Habe ich jetzt nicht ganz... Ich glaube, mir fehlt der Kontext, die Hintergründe, Scully. Aufklärung in den Kommentaren erwünscht. So, das war alles von Sir Skull King. Wir gucken rein. Sandburg. Eine andere? Ja, warum kann ich das nicht... Geschenk. Auspacken. Köder! Danke dir. Köder, danke dir. Ecke blau. Ach ja, guck mal an. Schlagzeug. Ach ja, kann ich auch verwenden, danke. Köder, danke. Köder, also hier die 5 habe ich selbst gemacht, 40 von Scully, das ist ja schon was wert. Es ist unliebsame Arbeit. Aber ich werde jetzt erstmal auch wieder ohne Köder anfangen, damit ich die das Kostbare aufhebe. KK Blues haben wir hier. Dann von der Mutter. Mein lieber Let's Play Markus, wenn die Glühwürmchen durch die Nacht schwirren, kann ich nach der Hausarbeit endlich abschalten. Aber wenn die Mücken kommen, ist es mit der Ruhe auch schnell wieder vorbei. Deine sich juckende Mama. Was zur Hölle? Ja, ich weiß ja, das sind die neuen Insekten im Juni. Auch Glühwürmchen und Mücken. Nook Direct Bank. Zinsen im Wert von 1230 Sternis. Der Frank, ich habe jetzt mal eine Karte, ohne das Wort Training zu erwähnen. Ich denke, das wären alles. Er hat Training erwähnt übrigens. Nook Shopping. Vielen Dank für das Vertrauen von Nook Shopping. Saisonales Angebot, da gucken wir rein. Dann haben wir Justin. Was ist das? Geschenk von Justin. Kannst du mir bitte die Toilette über Nook Shopping nachbestellen und mir schicken? Ich meine die du in Part 102 gekauft hast. Mit dem Holz. Ich stehe in eurer Schuld, das werde ich tun, Justin. Dann gucke ich mal erstmal in deine Geschenke. Häkelschürze von Mama. Ah, das war von der. Okay. Anatomiemodell? Habe ich, glaube ich, schon oben eins stehen, ne? Oh, warte, ist das das? Das ist falsch rum. Ich glaube, das wollte ich. Oh mein Gott. Immer wenn ich das irgendwo gesehen habe, war ich neidisch drauf. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinstelle, aber ich finde es super. Das ist genau mein Stil, ne? Hätte ich irgendeinen Laden, mir egal was, ein Gamerladen oder ein Schuhladen oder sonst was, ich würde so ein Schild dahinstellen. Das ist mein Style. Garantiert. Anatomie-Modell. Ach ja, nee, das ist nicht das Skelett, das ist, keine Ahnung, aufgeschnittene Menschen. Ja, okay, ey, danke euch. Von Herzen, Hochzeitsbank. Gott. Okay, komm, wir stellen das gemeinsam irgendwo hin und ziehen uns um. Und solche Sachen, die das Leben schöner machen, willkommen im Weekend-Feeling. Ja, Anatomie-Modell, das ist eine gute Sache, das ergänzt sich sehr gut mit dem Skelett, ne? Das muss hier hin. Wo definitiv kein Platz mehr ist. Da muss der Spind woanders hin, hätte ich gesagt. Kriegen wir hin. Der Spind kann auch in der Ecke stehen. Wobei, dann sieht man das da nicht mehr. Musik. Okay. Anatomie-Modell. Ne, war schon wieder falsch.
talentiert as hell. So. Gott. Ja, why not, ne? Die passen zusammen. Die passen zusammen. Ansonsten, ja, die tue ich mal jetzt ins Lager. Die Hochzeitsbank weiß ich jetzt auch nicht, wo ich sie hinstellen möchte. Sandburg gucke ich nochmal. Also eine, ja, die Ecke wollen wir hinstellen. Schlagzeug. Okay, Leute. Okay. Ich freue mich so hart auf den nächsten Partner. Endlich wieder neue Fische und Insekten in Massen. Hauen wir den Blues rein. Komm, schmeißen wir auch an für den Blues Brother. Weil der sieht doch auch aus wie ein Blues Brother, ne? Mit dem Hut und so, klar. Guten Abend. Gut, dann gucken wir hier nochmal schnell vorbei. Also so ein bisschen Dailies. Muss schon noch sein. Ich denke, das passt mit rein. Animal Crossing kommt jetzt ein bisschen seltener. Geschenkter Leben. Besser als gar nichts. Na wohl. Macht Platz in meinem Inventar weg. Kann man sich drüber streiten. Gibt's hier, ich guck mal nur, ob was Neues ist. Ich meine, neuer Monat bringt ja immer viele neue Sachen mit sich. Man weiß ja nie. Achso, die Sandburg war auch hier. Ja, deswegen eine andere Farbe, ne? Ja gut. Schubkarre haben wir auch. Hola! Nachdenklich haben wir bereits. Dann werde ich jetzt nochmal die Toilette bestellen. Für dich, mein lieber Timeskipper Justin. Da, Leute, da fühlt man sich in der Verantwortung. Ne? Jetzt werden 2000 Leute schreien so, ich will auch was von dir, Markus. Und ich will mich um mehr Interaktion bemühen, das ist richtig. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach Nein sagen. Ne? Ich kann nicht Nein sagen. Im Scully haben wir auch schon was geschickt. Hier. Das ist aber... Ach, guck mal, ich kann beide sogar kaufen. So, und das war die letzte, ja. Also, Geschenk für Justin. Den haben wir hier. Standardtext, aber du siehst ja den Part, also Grüße gehen raus. Schuldest mir 4400 Sternis. Spaß. Bloß nicht den Powerknopf, sonst ist was los. So. Ansonsten, ja, wir wollen uns ja nochmal kümmern um den, um das Einhorn. Ich danke, Julian heißt er, ne? Oder Jimmy. Ich glaube im Deutschen, er heißt entweder Julian oder Jimmy im Deutschen oder im Englischen. Das ist ganz verrückt. Das ist total irre. So. Ihr habt saisonale Angebote, ich sehe schon. Das ist ein Surfbrett, genau. Klar, tun wir einen Strand legen. Es hat zwar jeder jetzt, aber ja, wir halt auch. Guck mal, R2D2. Das ist ein Räucherofen. Nee, das ist R2D2. Ich bin mir sehr sicher. Haben die damals R2D2 aus dem Räucherofen gebaut? In den 70ern, da wundert mich gar nichts. Und den Rest haben wir entweder oder finde ich nicht interessant. Einmal zum Monatsbeginn gucke ich hier auch mal so drüber. Aber alles gut. Ich möchte mal ganz schnell noch den Müll abchecken, wenn da eine Fliege drauf ist. Da kann ja nur eine Fliege sein. Die Ameisen müssen an Rüben sein, aber... Ja. Das ist halt eine unschöne Ecke. Aber das will ich erkundet haben. Also durchs Maichlöckchen gerannt. Ich glaube, es geht los. Ich habe fossil im Blumenbeet gesehen. Die isst ihr Magnum-Eis da.
Hallo. Hast du Flöhe? Nein. Keine Fliege. Keine Fliege. Nee. Vielleicht irgendwann. Wer ist eigentlich der NPC des Tages? Weil da keiner auf dem Marktplatz ist, hätte ich gedacht, da wäre schon wieder... Ja, hier Buche, das tut mir leid. Hätte ich gedacht, das wäre schon wieder... Es könnte Rainer sein, aber... Wahrscheinlich ist es Gulliver. Sommermuschel. Ich dachte mir schon, die sieht doch so anders aus. Es gibt ja jetzt auch Käfer. An den Palmen. Ich habe so viele Palmen. Ja. Die will ich ruckzuck bekommen. Achten wir mal drauf. Habe ich was gesehen. So, hier Sandburg. Ist das ein anderer Farbton? Danke jedenfalls. Als ob wir haben... Wir haben Montag. Wer ist denn da? Also entweder rennt irgendwo einer über die Insel. Davon gehe ich mal aus. Oder Gulliver liegt irgendwo. Es gibt nur diese zwei Optionen. Achte aber schon mal auf die Palmen. Ich denke, übermorgen gibt es den nächsten Part. Und dann, da geht es dann ans ganz große Insekten holen. Und Fische fangen. Ich glaube, es sind mehr die Fische, ne? Ah, ich glaube nicht an Gulliver übrigens. Der lag noch nie da weit oben. Oder? Ich meine, man lernt nie aus. Ah ja, die Ecke. Guck mal, das war ja nur Fake. Nämlich die richtige blaue Ecke hinzu. Passt. So ist der Ring perfekt. Ohne zu cheaten. Ich habe halt noch eine neutrale Ecke hingestellt, damit es vollständig aussieht. Leute. Ja gut, keine Ahnung. Hier wird irgendeiner rumlaufen. Carlson oder so. Ich grab die Fossilien bei Zeit aus. Noch einen ganz kurzen Blick. Guck mal, da sehe ich schon drei Fossilien. Drei Fossilien hat er schon entdeckt. Ich bin doch irre, oder? Und dann hoffe ich... Hattet ihr Spaß mit der Hochzeitstour? Oh, guck mal, viele. Das sommerliche Outfit. Ah, jetzt werden wir uns ganz sommerlich kleiden. Im Juni geht's los. Ich glaube, es geht los. Aloha-Hemd. Mit einer Ananas drauf hier. Würde ich privat nie tragen, aber... Ja, die Hüte sind auch ein bisschen feminin. Aber das Hemd geht jetzt voll klar. Raus aus dem Frack, Freizeitoutfit. Ich finde, das hat was. Ananas macht die Ananas. So, und euch danke ich fürs Anschauen und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Animal Crossing New Horizons. Top aktuell. Ich freue mich auf den neuen Stuff. Und nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.